Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt vor der Kamera und hinter Mikrofon, euer René. Und ich begrüße euch heute recht herzlich zu einer neuen Folge von American Truck Simulator. Heute befinde ich mich in Tucson in Arizona und ich fahre eine Tour nach Oxnard in Kalifornien. Und gleich nach dem Metro geht's los. Und nach dem Intro gehen wir hier gleich los und ihr seht hier auch schon eine neue Kameraperspektive, meine Damen und Herren. Nämlich die Background-Kamera, die ich mir gekauft habe. Und das ist jetzt schon mein vierter Aufnahmeversuch. Jawohl, ja. Hoffentlich funktioniert es jetzt. Weil sonst gebe ich es auf. OBS hat sich bis jetzt immer gehabt. Mal schauen, jetzt habe ich einige Einstellungen zurückgenommen und verändert und umgeändert und ich hoffe, also in Testaufnahmen von einer Minute hat es funktioniert. Und wie gesagt, das waren nur Testaufnahmen und die waren nur eine Minute lang. Jo, bleib stehen. Ui, und ich sollte auch stehen bleiben. Ich habe Problem war nämlich. Ich weiß ja nicht. Ich hatte umgestellt gehabt, dass er mir hier in der Mitte verzerrt wird. Also entzerrt wird. Vom Game-Bild. Dass mir halt genau die Mitte entzerrt wird. Aber ja, ne? Wollte mir nicht, ne? Aber zumindest seht ihr jetzt auch mal das komplette, die 3840 mal 1080, die ich hier auf meinen zwei Bildschirmen habe. Ihr seht es ja auch auf den zwei Bildschirmen. Vor mir, das ist ja dann Background-Kamera. Die zeigen euch unter anderem meine zwei Bildschirme, meine Facecam und meine Softbox. Mein Lenkrad mit dem Drehknauf. Es hatte sich immer irgendwas mit einem Videocodec aufgehangen. Ich vermute schon mal, dass da das mit der Entzerrung war, was ja, mir die Mitte eigentlich hätte ein bisschen entzerren sollen. Weil ich nämlich gerade hier von der Originalgröße runterskalieren muss auf 1920 mal 1080. Das Video. Zumindest hier den Geschwindigkeitsmesser auf einer Seite hoch, ne? Genau. Auf der anderen Seite habe ich den ja, Drehzahlmesser.
Tempomat rein. Ja, das war bei den letzten Aufnahmen noch nicht. Ne? Es ändert sich auch ständig immer irgendwas, glaube ich. Rotes Cabrio auf der linken Seite. Oder weiß auch das, warum ich hier so dauernd drauf war, dass ich hier umgeschalten hatte so oft. Ne? Das kann auch gut möglich sein, dass OBS damit nicht klargekommen ist. Ich kann nur hoffen, ne? Sonst fällt mir keine Lösung mehr ein. Außer, dass ich den Skalierungsfilter wieder rausnehmen und so oder so runter skaliere auf automatisch auf 1029x1080. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich, für die Aufnahmen nur auf dem rechten Bildschirm oder auf dem linken Bildschirm, auf dem rechten, ne? Auf dem rechten wird es mir dann nur angezeigt, dass ich da auf 1029x1080 runter skaliere, also runtergehe, weil dann ist der linke Bildschirm aus, weil beide Bildschirme sind ja natürlich zu einem einzigen zusammengefasst. Wenn die Skalierung nicht passt, wird der linke ausgeschaltet und der rechte bleibt an im Vollbildmodus. Wäre halt auch noch eine Möglichkeit. Könnte ich wenigstens bei Aufnahmen auch alles sehen. Naja, wobei alles, ne? Ne? Genau. Auch nicht wirklich ist. Jo. Nur Probleme, meine Herrschaften. Alles nur Probleme. Das alles nur, weil ich unbedingt hier eine zweite Cam mit einfügen musste. So, ne? Ich glaube doch mal 65. Ja. So, auf der rechten Seite. Jawohl. Da sieht man es richtig. Airplanes. Das ist der Airport. Das ist ein Airport. Ich würde es nur ungern über einen Bildschirm spielen müssen. Bildschirmaufnahme. Dann würde ich mir eher lieber was anderes wünschen, dass ich hier vielleicht irgendwas Besseres zu finden habe. Nö. Vielleicht würde dann funktionieren sogar das hier so. Ne? Dass ich nicht das Game aufnehme, sondern nur die zwei Webcams. Ne? Die Background-Kamera als Hintergrund ganz groß, ne? Würdet ihr dann meine beiden Bildschirme sehen? Und die Facecam halt dann unten eingeblendet. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit.
Ah, oh Moment. Shit. Ich glaube, ich habe irgendwie schon wieder eine Fehlermeldung in OBS gehabt. Aus diesem Grund würde ich jetzt erst einmal die Aufnahme beenden wollen. Für den Fall, dass ich das hier dann wirklich wieder nicht reinbekomme. Aus dem Grund sage ich mal Dankeschön fürs Zusehen und wünsche einen schönen Tag noch, ein schönes Wochenende. Und wenn alles gut geht, gibt's am Dienstag hier die nächste Folge. Bye.